8 Meter muss ich wieder einschreiben in die Tabelle. 8 Meter, wo habe ich Meter? Hier habe ich Meter. 8 Meter kommt hier rein. 8, 8, 8, so. 8 Meter. Die Frage ist, wie viele Millimeter sind es? Ja, machen wir wieder ein paar Nullen. Ja, 8 Meter sind 80 Dezimeter oder 800 Zentimeter oder, wenn ich den Punkt hier mache, 8000 Millimeter. 8 Meter sind also 8000 Millimeter. Gut. Ich glaube, das reicht mit den Beispielen. Du kannst das Video ja so viele Male anschauen, wie du willst, bis du das verstanden hast. Und wir machen ja am Montagmorgen eine Zoom-Session, eine Videokonferenz, wo wir das Ganze nochmals anschauen, wo ich das nochmals erklären kann, wo du mich fragen kannst und so weiter. Ja. Jetzt noch etwas. Wir haben jetzt nur eine Möglichkeit angeschaut, nämlich die Länge. Ja. Was für Möglichkeiten kennst du noch? Was für Größen kennst du noch? Du kennst also die Längen. Was kennst du noch? Klar, das Gewicht. Gewicht. Das Gewicht kennst du auch. Das Gewicht messen wir wie? Das Gewicht wäre also eine zweite Größe. Wie kannst du das Gewicht messen? Das Gewicht kannst du messen zum Beispiel mit Tonnen. Tonnen. Oder mit Kilogramm. Oder mit Gramm. Ja. Es gibt noch andere, aber wir schauen nur diese drei. Tonnen, Kilogramm und Gramm. Weißt du noch, wie viele Kilogramm eine Tonne hat? Eine Tonne hat wie viele Kilogramm? 1000 Kilogramm. Ja? Und weißt du noch, wie viele Gramm ein Kilogramm hat? Ja, nämlich 1000. Also eine Tonne hat 1000 Kilogramm, ein Kilogramm hat 1000 Gramm und eine Tonne hat also wie viele Gramm? 1000 mal 1000. 1 Million Gramm. Ja? Gut, du kannst das hier ganz genau, das kannst du selber machen, so in einer Tabelle darstellen, wie ich das hier gemacht habe. Ja? Probier das mal. Was kennst du noch? Du kennst Länge, Gewicht und du kennst zum Beispiel das liebe Geld. Ja, das liebe, liebe Geld. Geld kennst du was? Da kennst du Franken oder Peso und du kennst Rappen. Also nur zwei Einheiten. Du weißt, dass ein Franken hat wie viele Rappen? Ist genau gleich wie mit dem Peso. Ein Peso hat wie viele Centavos? 100. Und ein Franken hat auch 100 Rappen. Gut, das wäre das. Das kannst du auch so in einer Wertetabelle darstellen. Jetzt muss ich schnell schauen, welche Größen das ihr im Buch noch habt. Schauen wir mal. Ihr habt also Geld, Rappen, Franken. Ihr habt die Längen. Millimeter, Zentimeter, so weiter. Ihr habt das Gewicht, ja. Und noch eine letzte Größe, nämlich die Hohlmaße.
Ja, Hohlmasse. Hohlmasse, schauen wir mal. Hohlmasse, was heißt hohl? Hohl heißt hueco. Ja. Hohlmasse, was könnte das sein? Ja. Wie viel passt da rein? Wie viel Wasser passt da rein? Ja, ungefähr ein halber Liter, oder? Ein halber Liter oder 5 Deziliter, ungefähr, ja. Das sind die Hohlmasse. Also ich schreibe das hier auf. Das sind die Hohl, es por hueco, Hohlmasse. Gut. Haben wir die Hohlmasse. Nummer 4. Vier Größen müsst ihr also wissen. Bei den Hohlmassen wisst ihr, ihr habt Hektoliter, das müsst ihr vielleicht noch nicht wissen, aber wir machen es trotzdem. Ihr habt Hektoliter, ja, Hektor heißt 100 Liter, Hektoliter. Dann habt ihr Liter, ihr habt Deziliter, Zentiliter und Milliliter. Ja? Hektoliter, Liter, Deziliter, Zentiliter, Milliliter. Ja. Ein Hektoliter, habe ich schon gesagt, hat wie viele Liter? Genau, 100 Liter. Ein Liter hat wie viele Deziliter? Genau, 10 Deziliter, Entschuldigung. Und ein Deziliter hat wie viele Zentiliter? Ja, 10. 10, das muss ich ein bisschen schön schreiben. Zentiliter. Ja? Und ein Zentiliter hat wie viele Milliliter? Auch wieder 10. Milliliter, ja. Da seht ihr schon, das ist wieder wie bei meiner Tabelle, hier bei der Wertetabelle, da ist, kannst du auch wieder das eintragen, wie bei allen anderen Größen auch. Also das hier wäre die Hohlmasse, da machst du am besten auch eine Stellenwerttabelle, wie ich das hier oben gemacht habe. Erinnere dich, wenn es nicht von 10 zu 10 geht, dann kannst du auch, wie ich hier, Zwischengrößen einsetzen, zum Beispiel 10 Meter, 100 Meter und dann wären ja 1000 Meter, wäre dann ein Kilometer. Das kannst du natürlich hier auch machen. Ja? Also wir haben 1, 2, 3, 4 Größen, Längen, Gewicht, Geld und Hohlmaße. Auf der Seite 69 von eurem Themenbuch gibt es noch etwas Spezielles, nämlich Größen mit Brüchen. Ja? Größen mit Brüchen, wo wir Maßeinheiten umrechnen müssen. Also das würde heißen, das ist eine Größe hier, eine Größe mit Brüchen ist zum Beispiel ein Viertel Meter. Das ist eine Größe mit einem Bruch. Und ich muss das in die Maßeinheit Zentimeter umrechnen. Wie mache ich das? Das ist die Frage. Ja? Also, da gibt es einen kleinen Trick, und zwar musst du das hier mal anschauen, was heißt das eigentlich? Ein Viertel Meter. Das heißt, ein Viertel von einem Meter. Ja? Das ist das Gleiche hier. Ein Viertel von einem Meter ist das gleiche wie ein Viertel Meter, nur anders geschrieben. Aber da verstehst du es vielleicht besser. Ja? Also ein Viertel von einem Meter. Ja? Schauen wir uns das ganz schnell praktisch an. Ja? Ein Viertel von einem Meter, also wir haben hier einen Meter. Ja? Das hier ist ein Meter. So lang ist ein Meter. Ein Zweitel von einem Meter, das wäre kein Problem für dich, da würdest du sagen, ja, das ist ein halber Meter oder 50 Zentimeter, das wäre das Resultat. Ein Viertel von einem Meter, das heißt, ich muss vier Teile schneiden, ja, hier,
1, 2, 3, 4, die Teile müssen gleich groß sein und das möchten wir jetzt herausfinden. Wie groß müssen diese Teile sein? Ja? Ein Viertel von einem Meter. Ja? Jetzt gibt es noch einen kleinen Trick. Und zwar kannst du das auch so schreiben. Ich schreibe das hier drunter. Ein, das ist nicht gut. Ein Viertel von einem Meter. Jetzt kommt der Trick. Ich schreibe nicht einen Meter, sondern ich schreibe 100 Zentimeter. Ja? Das ist ja das Gleiche hier. Ein Meter ist das Gleiche wie 100 Zentimeter. Ja? Ein Viertel von 100 Zentimeter. Also ich mache die nächst kleinere Maßeinheit. Ja? Die nächst kleinere von Meter in Zentimeter. Also ein Viertel von 100 Zentimeter. Jetzt, weißt du noch, was bei den Brüchen, ja, der funktioniert auch nicht, bei den Brüchen hier, wie heißt das hier, wie heißt diese Zahl, das weißt du vielleicht noch, ja, wie heißt das, das ist der Nenner. Und oben haben wir den, wie heißt diese Zahl, das ist der Zähler. Erinnerst du dich? Zähler, Nenner. Der Nenner hier unten, machen wir eine kleine Klammer auf, der Nenner hier heißt vier Teile schneiden. Also ich habe meine Pizza, ich schneide vier gleich große Teile, vier Teile schneiden und der Zähler heißt wie viele, dass ich nehme. Ich nehme ein Teil. Ja? Also das hier ist ein Viertel. Aber das hier ist ein Viertel von einer Pizza und ich möchte ein Viertel von 100 Zentimeter. Ja, gut. Ist genau das Gleiche. Schau mal. Was musst du jetzt machen? Du musst jetzt also vier, das wäre meine Pizza hier, vier gleich große Teile schneiden. Das ist meine Pizza. Hier, wie die hier, ja. Die Pizza sind jetzt aber 100 Zentimeter. Jetzt muss ich vier gleich große Teile schneiden. Wie mache ich das? Ja, wie kann ich das rechnen? Vier gleich große Teile. Ich muss die Pizza dividieren, ja, in vier Teile. Oder meine 100 Zentimeter muss ich also, meine 100 Zentimeter muss ich also dividieren durch vier Teile, ja? Das gibt mir dann, wie viel? Ja, 25 Zentimeter. Ja, jetzt habe ich sie dividiert, ja? Wie viele muss ich nehmen? Ja, 1. Ja, dann muss ich nichts mehr rechnen. Mal 1, aber das bleibt 25 Zentimeter, ja? Also ein Viertel von 100 Zentimeter ist 100 Zentimeter geteilt durch 4 sind 25 Zentimeter. Listo. Gut. Ich hoffe, ihr habt etwas verstanden dabei. Ich möchte ja, dass ihr diese Videos, das habe ich euch auf den Plan geschickt, vor unserer Videokonferenz anschaut. So habt ihr das schon einmal gesehen und ihr könnt dann Fragen stellen an der Videokonferenz. Und wir können das nochmals repetieren. Okay. Tschüss.